Euro für ein Stück von Tine Eumann. En het is in het Duits, want Tine Eumann komt uit Duitsland. En ze, het begint met een geluidsfragment waarin een stuk over de kleine prins wordt verteld. In het Duits. Dus dat moest ik even vertellen, dat jullie daarop voorbereid zijn. Dat je even je beste Duits van stal moet halen om mee te luisteren. Een van de kegels is de kleine prins in het jongleerverhaal dat ze gaat brengen. Een hartelijk applaus voor Tine Eumann. In diesem Augenblick erschien der Fuchs. Guten Tag, sagte der Fuchs. Guten Tag, antwortete höflich der kleine Prinz. Wer bist du? Ich bin ein Fuchs. Komm und spiel mit mir. Ich kann nicht mit dir spielen. Ich bin noch nicht gezähmt. Was bedeutet zähmen? Zähmen? Das ist eine in Vergessenheit geratene Sache. Es bedeutet sich vertraut machen. Vertraut machen? Gewiss, sagte der Fuchs. Noch bist du für mich nichts als ein kleiner Junge, der 100.000 kleinen Jungen völlig gleicht. Aber wenn du mich zähmst, werden wir einander brauchen. Du wirst für mich einzig sein in der Welt. Ich werde für dich einzig sein in der Welt. Bitte, zähme mich. Was muss ich da tun? Sagte der kleine Prinz. Du musst sehr geduldig sein, antwortete der Fuchs. Du setzt dich zuerst ein wenig abseits von mir ins Gras und du wirst nichts sagen. Aber jeden Tag wirst du dich ein bisschen näher setzen können. Es muss feste Bräuche geben. Was heißt fester Brauch? Sagte der kleine Prinz. Es ist das, was einen Tag vom anderen unterscheidet. Eine Stunde von den anderen Stunden, sagte der Fuchs. Und ich werde dir ein Geheimnis schenken. Es ist ganz einfach. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. On s'est connu dans l'ascenseur, ce soir elle s'est passée par là. Si on s'était connu ailleurs, on s'est trouvé un peu gêné. Cela serait-il arrivé si on s'était connu la veille? Il nous aurait fallu un bon million de pages pour que nos cœurs amis habitent les nuages. Nous avons senti tous les deux venir cette drôle de chaleur. Si nous étions montés à pied, aurions-nous pu toucher le feu sans avoir peur de nous brûler? Il nous aurait fallu un bon million d'étages pour que nos cœurs amis embrassent les nuages. Il nous aurait fallu un monde.
Ich kann noch nicht mehr.